Übersetzung. Eure Übersetzer sind Sebalis und Wolpertum. Memory-Speicherduplizierung wird oft angewendet, um Speicherverbrauch zu reduzieren. Und wir sehen heute drei Angreifsmöglichkeiten, Techniken, die diesen Mechanismus ausnutzen. Wir haben zwei unglaubliche Sicherheitsforscher bei uns, die uns zeigen werden, wie solche Angriffe funktionieren. Und zu meiner Linken Antonio Baresi und zu meiner Rechten Antonio und Eric Bossmann, die sich selbst vorstellen werden, bitte gebt ihnen ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Also Speicherduplizierung, der Fluch, der uns immer neue Geschenke gibt. Leider nur Eric und mich, weil die anderen beiden nicht dabei sein konnten. Sie sagen Hallo und ich will nur sagen, dass auch Sie hier den Verdienst haben für das, was wir zeigen werden. Eric, wie vorgestellt, ist ein Doktorand in FUSEC, die in Amsterdam, die Netzwerksicherheitsgruppe. Und ich bin Antonio, Mitgründer von XOR Lab, eine Hochsicherheitsfirma in Zürich in der Schweiz. Und die Arbeit, die wir vorstellen, es gibt eben viele andere Leute, die daran auch noch gearbeitet haben und hier also einige Danksagungen. Fangen wir an. Die Mitteilung heute ist ziemlich einfach und geradeaus. Memory-Deduplizierung, Speicherduplizierung ist sehr viel gefährlicher, als ihr vielleicht anfänglich denkt. Es zeigt sich zunächst als ein schönes kleines Feature, mit dem ihr Speicher einsparen könnt, aber wir werden euch zeigen, dass es tatsächlich gefährlich ist und sehr viel schwerwiegender. Und wir werden das tun, indem wir euch zeigen, wie drei Angriffstechniken funktionieren, die alle die Speicherduplizierung in der einen oder anderen Weise ausnutzen. Bevor wir das tun, zeigen wir uns zunächst einmal Speicherduplizierung als solches an. Wir zeigen euch Seitenkanäle, die dadurch entstehen, und wir zeigen dann die drei Angriffe. Zunächst haben wir Kane, ein Leak zwischen virtuellen Maschinen. So, das haben wir an ASLR, also an die Speicherverlagerung, angewendet. Dann zeigen wir DDAP Est Machina, ein Angriff gegen einen Prozess. Und der hat tatsächlich den Pony Award bekommen für die innovativste Forschung beim Black Hat. Und der zeigt euch, erlaubt es euch, per JavaScript in Edge zu lesen und zu speichern, ohne irgendeine Verwundbarkeit der eigentlichen Software. Und dann zeigen wir Flip Feng Shui, ein Angriff über virtuelle Maschinen hinweg, ein Bit-Flip-Angriff. Falls ihr also einen Bit in einer anderen virtuellen Maschine flippen könntet, stellt euch das mal vor. Und dafür braucht ihr nur das Wissen über den Inhalt einer Seite. Und das kann man dann tun, das zeigen wir euch. Zunächst mal, wie man genau einen Bit präzise flippen kann und wie man das System dadurch dann verwundbar machen kann. Danach haben wir dann eine Zusammenfassung. Fangen wir also an mit Speicherduplizierung. Das ist eine Methode, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und wird sehr viel in Virtualisierungsumgebungen genutzt, aber nicht nur dort. Und sie war auch, muss man sagen, war ermöglicht in offen in Windows 8 und 10. In Virtualisierungsumgebungen will der Launcher für die virtuelle Maschine gerne Speicher einsparen. Also wir machen dann einen Overcommit für Resources wie Speicher und reduzieren das dann auf kluge Weise. Oder das Ziel, um es ganz einfach auszudrücken, ist, mehrere VMs auszuführen. Also schönes Feature, wir können jetzt noch viel mehr VMs verkaufen. Geld, Geld, Geld.
aber es hat eben Implikationen. Fangen wir uns also an, schauen wir uns an, wie das funktioniert. Dies hier sind eben Speicherseiten von zwei virtuellen Maschinen und der physikalische Speicher. Und stellen wir uns vor, wir haben ein Bild der Mona Lisa oder denselben Prozess, denselben Code Pages oder irgendetwas in dieser Art. In einem normalen Szenario haben wir in beiden Adressräumen haben wir nun also diese Speichereinheit und eine ganze Seite wird gebraucht. Und wenn Deduplizierung aktiviert ist, wird die Deduplizierungsroutine versuchen, die gleichartigen Seiten zu identifizieren und sie zu vereinen. Und dann markieren wir diese Seiten mit einer Copy-on-Write-Semantik. Wenn also irgendjemand von den beiden dann einen Schreibzugriff macht, dann funktioniert das nicht mehr und dann muss kopiert werden. Also eine Implementierung ist Kernel-Same-Page-Merging. Viele von euch kennen das wahrscheinlich. Wenn ihr also einen Ubuntu-Server und ein Ubuntu-System habt, ist das, ich glaube, immer noch per Default aktiviert und ihr könnt das überprüfen. Es gibt also einen File und wenn hier eine 1 an einer bestimmten Stelle steht, ist das aktiviert und dann gibt es Parameter, mit denen man definieren kann, wie schnell die Speicherdeduplizierung läuft. Und es gibt andere Implementierungen auch. Also, das Problem mit Speicherdeduplizierung in den meisten Implementierungen ist, dass die Sicherheitsdomains nicht respektiert werden. Also auch zwischen verschiedenen VMs oder für Prozesse, wenn es verschiedene Prozesse sind, kann man sich nicht gegenseitig vertrauen. Aber der Mechanismus arbeitet trotzdem über diese Grenzen hinweg und das ist das Dilemma der Speicherduplizierung. Denn letztendlich will man Speicher sparen, das gibt eine Menge Sinn, wenn man viele VMs haben im gleichen OS, im gleichen Betriebssystem, dann ist es sinnvoll, diese Grenzen zu überschreiten. Aber das Problem ist, dass wir dadurch einen Seitenkanal einführen. Schauen wir uns also diesen Seitenkanal an. Wenn wir eine Seite haben, die euch gehört, dann könnt ihr darauf schreiben und sie gehört euch und das ist okay. Das Problem nun, wenn man Deduplizierung hat, hat man Copy-on-Write. Wenn man also jetzt einen Schreibvorgang auf eine deduplizierte Seite ausführt, muss man den Kernel kaufen, die Seite muss wieder dedupliziert werden, die Page-Tabellen müssen gespeichert, geschrieben werden und dann erst kann man den Schreibvorgang ausführen, den man eigentlich wollte. Also es gibt sehr viel mehr Schritte, die ausgeführt werden müssen. Und dies führt einen 1-Bit-Seitenkanal an, der es euch zu sehen erlaubt, ob eine solche Seite existiert, mehr oder weniger. Es arbeitet über VM-Grenzen hinweg, wenn es für VMs implementiert ist, oder wie wir sehen werden, in einem Angriff haben wir auch innerhalb eines Prozesses verschiedene Sicherheitsgrenzen. Denkt euren JavaScript-Code. Es könnte also für JavaScript-Code im Browser interessant sein, verschiedene Dinge herauszufinden. Schauen wir uns also die Angreiferperspektive an. Was muss ein Angreifer, eine Angreiferin tun? Also wir haben hier den Speicher des Angreifers, der Angreiferin und des Opfers. Wir haben also eine geheime Seite und zu wissen, dass diese Seite existiert, kann dem Angriff schon helfen, in der einen oder anderen Weise. Was also für den Angriff getan werden muss, ist eine Seite raten, also wirklich den Inhalt der Seite erraten. Dann muss für den Angriff gewartet werden für eine Zeit, diese Seite erzeugen, eine Weile warten und dann schreiben auf diese Seite. Dafür braucht man keine besonderen Privilegien. Dann muss man die Zeit messen und überlegen, ob die Schreibzeit über einer bestimmten Grenze ist. Und wenn ja, kann der Angreifer, die Angreiferin schließen, dass in der anderen VM zum Beispiel auch so eine Seite existiert. Und wenn man eine bestimmte Zeit nicht erreicht für die Dauer des Schreibzugriffs, dann existiert diese Seite wohl nicht. Also schauen wir uns den ersten Angriff einmal an. Kain auf Deutsch. Also Cross-VM Address Layout Introspection. Ein langer Name, tut mir leid, ich bedauere das bereits. Also der hängt wirklich ab von Deduplizierung und benutzt dies, um ASLR, also die zufällige Speicherzuweisung von Codeblöcken, zu brechen. Man kann herausfinden, ob die Basisadresse eine bestimmte ist in einer anderen VM. Also schauen wir uns noch einmal an, was brauchen wir für den Angriff? Eine geheime Seite, die interessante Informationen enthalten kann, zum Beispiel die ASLR-Base-Adresse eines bestimmten Speicherbereichs. Also welche Seite wird benutzt? Und dann gibt es einige praktische Herausforderungen, wie lange soll man wirklich warten? Man hat keine Ahnung, wie schnell die Speicherduplizierung braucht, um wirklich wirksam zu werden. Und dann
muss man wirklich verlässlich herausfinden, dass die Seiten gemerged wurden. Es gibt natürlich auch Rauschen. Manchmal ist die Schreibzeit höher, nicht wegen der Speicherduplizierung, sondern aus anderen Gründen. Wir haben uns mögliche Seiten angeschaut, die geeignet sein könnten für einen Einbruch, für einen Angriff auf ASLR. Wir müssen als Angreifer wissen, dass die eine Seite existiert. In der VM sollte eine schreibgeschützte Seite sein, idealerweise, denn wenn sie zu oft geändert wird, wird sie auch nicht dedupliziert. Und sie muss auch eben auf die Seitengrenzen ausgerichtet sein. Man muss auch den Inhalt kennen. Und wenn man das dann brechen will, brauchen wir im idealen Fall eine Seite, die eine Basisadresse enthält. Also der grüne Bereich ist also völlig vorhersagbar. Und das Einzige, was wir nicht wissen, ist die Basisadresse im gelben Bereich. Oder in anderen Situationen, eine andere mögliche Seite könnte eine sein, die verschiedene Werte enthält, die von einer Basisadresse abgeleitet sind, also von dem Geheimnis, für das wir uns interessieren. Das andere, was wir müssen, ist, wie sind die Offsets der geheimen Abschnitte in der Seite. Wir schauten uns also, wir suchten nach bestimmten Seiten, sicherlich gibt es viele mehr, aber zum Glück, als wir uns danach gesucht haben, die erste Seite jedes ausführbaren P-Images im Speicher, da bekamen wir schon einen Treffer. Also wenn wir das Format anschauen, hier sehen wir, wie das aussieht. Also ein imagebasiertes Feld, das aktualisiert wird mit der Runtime-Basisadresse im Speicher. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir können alle anderen Bytes vorhersagen, bis auf die Basisadresse, die 19-Bit-Entropie einführt. Und es gibt natürlich andere Seiten, die solche Kriterien erfüllen. Aber naja, warum sollten wir weitersuchen, wenn wir bereits einen interessanten Fall haben? Also, benutzen wir diese Seite. Das Problem ist jetzt, wir haben diese Seite und können im Wesentlichen jetzt die Speicherduplizierung fragen über den Seitenkanal, ob diese Seite existiert oder nicht. Aber wir müssen immer noch die Basisadresse erraten. Wir haben also 19-Bit-Entropie. 19-Bit-Entropie in ein 64-Windows-System werden für die Basisadresse von benutzt. Und wir brauchen also, wenn wir also eine Seite pro Rateversuch brauchen, haben wir etwa 500.000 Versuche. Das braucht sehr viel Zeit. Oder wir können natürlich Brute Force versuchen, also sehr viel mehr Speicher nutzen. Allen Speicher, den der Angreifer, die Angreiferin hat. Also wenn wir sehr viel Speicher haben, wenn wir verschiedene VMs haben mit entsprechend viel Speicher, können wir einfach den gesamten Speicher mit den allen Ratemöglichkeiten auffüllen. Im Fall von 19-Bit-Entropie und einer Seite pro Rateversuch sind das 2 GB, was tatsächlich noch okay ist. Was wir also tun, ist, wir haben all diese Seiten und dann weisen wir zu und versuchen dann herauszufinden, ob sie dedupliziert sind, also ein einfacher Brute Force-Angriff. Die andere Herausforderung ist, wie lange sollten wir warten auf die Deduplizierung? Wir könnten einfach stundenlang warten natürlich und dann irgendwann wird das funktionieren. Aber das hängt ab, wir wollen ein bisschen besser sein. Es hängt von der Implementierung der Speicherduplizierung ab, wie schnell die ist. Es gibt verschiedene Parameter für KSM, den Mechanismus. Je nachdem kann es also schneller oder langsamer gehen. Es hängt aber auch ab von Speicherverbrauch. Wenn wir viele VMs haben, die laufen, dann muss man letztendlich alle Seiten miteinander vergleichen in der Deduplizierung. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass dass deine Rateseite im allerletzten Zeitpunkt verglichen wird. Es gibt also hier eine Balance, die zu halten ist. Wenn man zu lange wartet, wird der Angriff nicht funktionieren. Wenn man zu lange wartet, dann erhöht sich natürlich die Zeit für den Angriff, was wir nicht wollen. Wir haben dann diesen Erkennungsmechanismus implementiert, um die Zeit zu erkennen, die man warten muss, bis man relativ sicher sein kann, dass die Seite verglichen wurde. Und wir nennen das die Sleep-Time-Erkennung. Und als Angreifer kann man einfach eine Menge Seiten sich holen und dann jede Seite auf die Hälfte des Puffers, von einer Hälfte des Puffers auf den anderen Puffer kopieren. Wir erzeugen also die Situation hier in der Folie. Wir haben also schaffen eine Menge Opportunities, Möglichkeiten zum Zusammenführen von Speicherseiten. Viele Seiten erzeugen die dupliziert werden können. Und dann warten wir eine bestimmte Zeit, wie 10 Minuten, versuchen herauszufinden, wie viele dieser Seiten dann zusammengeführt worden sind durch die Erkennungsmagie und
Wenn dann die Erkennungsrate über einer bestimmten Schwelle ist, dann sagen wir, okay, das ist jetzt die richtige Zeit. Diese Zeitspanne werden wir benutzen im Angriff. Und sonst erhöhen wir die Zeit und versuchen es nochmal. Also, letzte Herausforderung ist, wie können wir wirklich herausfinden, dass eine Seite zusammengeführt worden ist? Wir müssen auf sie schreiben und die Schreibzeit messen, nicht wahr? Also, was wir tun ist, jede Seite, wenn wir eine Rate-Seite haben, die zusammengeführt worden ist, dann haben wir benachbarte Seiten, die auf keinen Fall zusammengeführt sind. Das können wir sicherstellen, indem wir einfach Zufallsbytes hineinschreiben. Wir erzeugen also den Puffer in dieser Weise und dann schreiben wir einfach und messen dann die Zyklen und dann sehen wir eben das Signal im Seitenkanal. Es könnte Rauschen geben, wir haben verschiedene Heuristiken entwickelt, haben nicht sehr viel Zeit darauf verwendet, aber diejenigen, die ihr seht, funktionieren ziemlich gut. Das funktioniert für uns. Ja, die letzte Frage dann ist, wie gehen wir mit Rauschen um? Wir haben einfach eine recht konservative Strategie angewendet. Es schadet nicht, wenn wir bestimmte Seiten haben, die falsche positive Ergebnisse bringen. Wir haben also ein System entwickelt, das versucht, das zu erkennen. Und dann nochmal es versucht mit einem Raten, das mehr oder weniger korrekt ist. Und das wird dann wieder und wieder wiederholt. Und letztendlich wird dann das Rauschen denselben Rateversuch nicht ständig auf die gleiche Weise beeinflussen, sodass das also funktioniert. Ich zeige euch einige Ergebnisse für eine Windows 64-Maschine, einen Angriff auf ASLR. Also wir haben die Basisadresse einfach herausfinden wollen in einem 64-Bit-System. Wenn wir hier die Angriffsmöglichkeiten anschauen, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es funktioniert einfach, wenn man keine... Achso, es gibt viele Möglichkeiten für das Alignment. Wir haben aber 19-Bit-Entropie im Wesentlichen. Und wenn wir die Basisadresse in einem Fall haben, können wir das für alle anderen Angriffe auch nutzen, weil das nicht randomisiert wird. Wir haben das mit einer einfachen KSM-Konfiguration versucht. Wir sehen hier, wenn wir eine VM angreifen, dann brauchen wir etwas weniger als 5 Stunden, um so einen Angriff durchzuführen. Und dann hatten also einige Runden, die wir durchgeführt haben, um das von 19 Bits dann auf die eigentliche Basisadresse zu reduzieren. Wir haben auch gesehen, wie das mit verschiedenen VMs funktioniert. Wir haben jetzt 20 Millisekunden für den Sleep-Wert gesetzt und je nachdem, wie man das setzt, brauchen wir einfach mehr Zeit, weil der Zeiterkenntnismechanismus euch sagt, dass man einfach länger warten muss. Letztendlich sieht das also so aus, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen zeigen wir euch nur Screenshots. Wir haben eine Demo für einen anderen Angriff später. Hier haben wir die VM des Angreifers und rechts haben wir die Opfer-WM und wir machen dann die Magie, holen uns Seiten, messen Schreibzeiten und so weiter und am Ende haben wir dann eben die Basisadresse für den Schutzmechanismus in der anderen VM. Das ist es dann. Der Angriff ist tatsächlich ziemlich langsam, aber es gibt viele Geschwindigkeitsverbesserungen, die wir uns nicht mehr genau angeschaut haben. Eine Möglichkeit wäre, mehr Zufallszeiten im Zwischenraum zu haben, sodass das Rauschen nicht so stark wahrscheinlich ansetzt. Und ein anderes Ding ist, wir können mehr als eine Rate-Seite verwenden, also mehr Redundanz einführen. Wenn wir zum Beispiel, wir könnten einen Code haben, der verschoben sein könnte, jeweils das gleiche Geheimnis enthält. Wir können aber nicht dieselbe Seite, die wirklich selbe Seite mehrmals verwenden, weil wir dann falsche Positive bekommen können. Wir haben also Seiten mit derselben Unsicherheit, mit dem gleichen Geheimnis. Kane ist, würde ich sagen, ein cooler Angriff, aber er ist immer noch sehr begrenzt. Ein Problem ist, wir haben keinerlei Kontrolle über den Speicher des Opfers, nicht wahr? Also wir müssen uns wirklich darauf verlassen, wie diese Seiten ausgerichtet sind, wie das Layout ist und was das Geheimnis tatsächlich ist. Wir müssen diese Seiten finden, wir haben keine Kontrolle, aber ein bisschen Kontrolle würde tatsächlich sehr viel helfen. Und wir haben wie wir das wirklich über VM-Grenzen hinweg machen können. Dann ist es natürlich ein Speicherleak. Wir brauchen immer noch eine Verwundbarkeit, die wir ausnutzen, um die Basisadresse ausnutzen zu können. Das ist natürlich nicht genug. Aber letztes Jahr
gab es sehr viele Talks und Veröffentlichungen über Warhammer. Ich habe es selbst hier am Kongress gehört, haben das Clementine und Daniel vorgestellt. Die haben Warhammer JS gezeigt. Sie haben gesagt, dass es in JavaScript möglich ist. Und sagen wir, wir waren sehr optimistisch, dass wir mehr machen konnten. Und dann hat Microsoft Memory-Deduplizierung gemacht für Windows 8.1. für Zwischenprozessen, aber ist mittlerweile wieder abgeschaltet. Aber sagen wir, das wäre cool, aber es hat nicht so gut funktioniert. Für den nächsten Angriff haben wir Dedup Est Machina genannt. Wir gehen einen Schritt weiter. In diesem Angriff kombinieren wir Deduplizierung als Seitenkanalangriff mit Rawhammer, einem Hardwarefehler, um Microsoft Edge anzugreifen. Das ist ein neuer Browser aus JavaScript und wir wollen keinen Softwarefehler verwenden. Wenn wir als Deduplizierung nicht als Softwareangriff betrachten. So we're going to leak two secrets. Wir ziehen zwei Secrets raus. Wir benutzen Deduplizierung, um das zu machen. Das erste Secret ist ein Heap-Pointer, ein Ort, um Daten zu steuern. Und der zweite Secret ist ein Code-Pointer. Und das ist, wird gebraucht. Und beide Secrets werden gebraucht, zusammen, um ein falsches Objekt zu erzeugen in unserem Speicher. Und dann haben wir ein Problem. Dieses falsche Objekt erlaubt uns, beliebige Schreib- und Leseoperationen auszuführen. Und JavaScript erlaubt normalerweise nicht, Referenzen auf dieses falsche Objekt zu machen. Also benutzen wir Rawhammer, um einen Bit zu flippen und einen Pointer zu verändern und zeigen mit diesem Pointer auf das falsche Objekt. We can take over the process. Und dann können wir den Prozess übernehmen. Im Gegensatz zu Kane benutzen wir nicht nur, um nach existierenden Seiten zu suchen. Wir gehen davon aus, dass wir die Daten des Opferspeichers manipulieren können, auf eine bestimmte Art. Das ist nicht sehr unwahrscheinlich. Immer wenn ihr I.O. macht, zu etwas, was ihr angreifen wollt, dann manipuliert ihr im Speicher in dem jeweiligen Prozess und in dem Fall ist es einfach JavaScript. Es ist eigentlich einfacher. Das erlaubt uns nicht nur Secrets zu suchen, die es in welchen Seiten gibt, die wir ausziehen können, sondern auch wir können auch Seiten erzeugen, die diese Secrets erzeugen, die wir dann haben wollen. Das ist also sehr mächtig. Es gibt natürlich ein paar Probleme. Das Secret, das wir leaken wollen, ist nicht irgendwo. Es ist vielleicht in einer Seite, die andere Informationen enthalten, die wir nicht kennen. Und dann können wir dann keine Seite erzeugen, um an dieses Secret zu kommen. Wir müssen also eine Methode finden, dass wir das Secret kodieren in eine Speicherseite. Damit wir das Secret herausziehen können. Diese Speicherseite, die wir leaken wollen, die sollte nur das Secret haben und Daten, die wir kennen. Das könnte sein, weil wir die Daten geschrieben haben, an diesen Ort geschrieben haben, oder ist es aber Daten, die wir einfach kennen. Data that we know the contents of. Daten, deren Inhalt wir aus irgendeinem Grund kennen. Es gibt ein weiteres Problem. Wir möchten ein Secret herausziehen, das zu viel Entropie hat. So viel Entropie, dass wir es einfach nicht mehr bruteforcen können. Dass wir nicht all die möglichen Secrets bruteforcen können. Und deswegen haben wir ein paar Methoden gefunden, um uns da herumzuschummeln. Wir machen das iterativ. Die erste Methode, die wir versucht haben, nennen wir Alignment Probing, Ausrichtungsversuche. In diesem Fall manipulieren wir den Speicher, eine Seite zu erzeugen. Wir legen das Secret über
die Grenzen der einzelnen Memory Pages hinweg, der einzelnen Speicherseiten hinweg. Und damit können wir dann, können wir zumindest zum Teil das Secret hinausziehen in einer Runde. Und wenn wir, und dann müssen wir den Opfer dazu bringen, eine weitere Speicherseite zu erzeugen mit mehr von dem Secret in einer Seite und so weiter und so weiter. Und bis dann das gesamte Secret herauskommt. Und das zweite Primitivum, das wir versucht haben, wir nennen das Partial Reuse, teilweise Weiterverwendung. Der Victim hat ein Secret irgendwo. Wir schreiben Daten in einen Puffer, der schon vorher verwendet wurde, um das Secret zu verwenden. Wir schreiben Daten in diesen Puffer hinein und überschreiben nur einen Teil dieses Secrets, damit sich die Entropie so weit erniedrigt, so niedriger wird, damit wir es wieder hinausziehen können. Das Alignment-Probing, das werden wir verwenden, um die Code-Adresse hinauszuziehen, in diesem Fall. Und wir benutzen Microsoft Edge, den JIT-Compiler. Jeder moderne Browser hat einen JIT-Compiler, der kompiliert JavaScript in nativen Code umsetzt. Und für jeden Chunk, den er umsetzt in Microsoft Edge, wird der Function Epilog, der Function Register, sieht immer gleich aus, mit einer Ausnahme, eine Codeadresse. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ganz viele JavaScript-Funktionen erzeugt, die einfach nur, die viel zu groß sind, um in eine Memory-Page zu passen, eine Memory-Seite reinzuschreiben. Und dann ist der Code über mehrere Seiten erstreckt er sich. Und normalerweise ist der Code nur 19-Bit. In diesem Fall brauchen wir nur etwa 16-Bit, glaube ich. Also können wir in einem einzigen Durchlauf können wir einen Teil der Adresse hinausziehen, und wenn wir es durchziehen, dann komplett. Dann erhalten wir den vollständigen Wert. Also jetzt haben wir einen Code-Pointer, einen Code-Zeiger, aber wir brauchen einen Heap-Pointer ebenfalls. Da gibt es ein weiteres Problem. Wir haben leider keine Situation gefunden, wo wir den Heap-Pointer hinausziehen können, wenn wir die zwei Methoden verwenden, weil der Heap-Pointer sehr viel Entropie hat. Das ist ein Beispiel von einem Heap-Pointer in Edge. Es gibt da eine gewisse Zufälligkeit in Windows 10, 64-Bit-Zufälligkeit, 24-Bit. Und wir bräuchten 64 GB Speicher, nur um jede diesen Wert auszuprobieren. Und dann müssen wir das noch multiplizieren, damit wir redundant arbeiten können, weil es Rauschen gibt. Wenn wir uns das mal anschauen, wie so ein Pointer tatsächlich aussieht, da gibt es Sachen, die nicht deterministisch sind, und das erhöht wieder die Entropie weiter, und zwar erheblich. Und wir haben nicht mehrere hundert Terabyte von Speicher. Wir mussten also etwas anderes finden, eine andere Methode. Wir könnten das verbessern. Wir haben einen weiteren Seitenkanal gefunden. Wenn wir viele Arrays hinzufügen, jedes einzelne Megabyte, fragt der Browser das Betriebssystem nach einem weiteren Speicher. Und das erste Objekt, was da hineinpasst, in diesen neu allozierten Bereich, dieses 1 Megabyte großen Bereich, das braucht dann länger, um alloziert zu werden. Und das können wir erkennen. Dann können wir eine Art Timing-Side-Channel-Angriff durchführen. Dann reduzieren wir die Entropie auf 20-Bit. Aber wir brauchen immer noch mindestens 4 GB Hauptspeicher. Also das ist immer noch nicht gut genug. Wir mussten also was anderes finden. Wir haben was anderes gefunden. Das ist stark. Das ähnelt sehr dem Birthday Problem, dem Geburtstagsproblem, in dem du
in a surprisingly small group of people, man hat nur eine sehr kleine Gruppe von Leuten, two people sharing the same birthday, dass die, diese Leute haben den gleichen Geburtstag, high, die wird immer höher, auch wenn die Gruppe sehr klein ist. Normalerweise mehr, als wir normalerweise denken würden. Und die Überlegung dahinter ist, wir vergleichen nicht einen Geburtstag mit dem von mehreren anderen, sondern wir vergleichen alle Geburtstage mit allen Geburtstagen. Das ist genau das, was Memory-Deduplizierung tut. Es vergleicht jede Seite mit jeder anderen Seite. Also, wie können wir das ausnutzen, um einen Exploit zu bauen? Wir glauben nicht, dass es nur ein Secret gibt, das wir hinausziehen müssen, aber es gibt viele Secrets. Also haben wir viele Versuche, viele Rateversuche. Wir versuchen, jeden Rateversuch mit jedem Secret zu vergleichen. Und dann brauchen wir vielleicht weniger Speicher. Tatsächlich haben wir diese Victim Secrets. Wir brauchen nicht so viele Versuche, um die Übereinstimmung zu finden. Wie nutzen wir das in der Realität aus? Wir allozieren sehr viele Objekte. Wegen des anderen Side-Kanals bekommen wir eine Liste von Objekten, die wahrscheinlich an der Megabyte-Grenze liegen. Wir allozieren ein größeres Array. Das sind in der Realität nur Speicherseiten. Wir legen eine Referenz dort rein zu unserem Pointer, zu jedem einzelnen Objekt in diesem Array. Dann gibt es einen Pointer für jede Speicherseite. Diese Speicherseiten kodieren die Adressen der Objekte. Und diese Seiten wiederum, nach denen suchen wir dann. Und auf der anderen Seite haben wir ein Typed Array, das erlaubt uns, die Binärinhalte des Speichers 1:1 zu kontrollieren. Und wir werden Referenzen erzeugen zu den Objekten, die 128 Megabyte auseinanderliegen. Und wir erzeugen, wir prüfen den Inhalt der Seiten, wie diese Seiten aussehen würden, wenn sie in dem Array wären. Also, wir können die Secret-Seiten sind sehr eng zusammen. Sie sind 1 Megabyte auseinander. Und die Probeseiten, die sind im ganzen Adressraum, die Edge eventuell verwenden könnte. Und in der Mitte gibt es einen Treffer. Und dann haben wir unsere Heap-Adresse. Und die gehört zu einem Objekt, in dem wir die Daten kontrollieren. Jetzt haben wir all die Informationen, die wir brauchen. Jetzt können wir Rowhammer benutzen, eine Referenz auf dieses Objekt zu erzeugen, damit wir es auch benutzen können. Das Objekt ist ein Typed Array, das künstliche Objekt, das Fake-Objekt, das wir erzeugen. Das können wir kontrollieren. Wir erzeugen, dann können wir den ganzen Speicherbereich lesen und schreiben. Dieses Typed Array Objekt, dieses falsche Objekt, erzeugen wir in einem JavaScript-Array und wir kennen dessen Adressen. Und dann das nächste JavaScript-Array hat einen Pointer dorthin. Und wir erzeugen das in einer Art, dass wenn wir ein Bit flippen, dann will der Pointer, zeigt der Pointer dorthin, nicht mehr auf das Array. Und dafür brauchen wir den Rowhammer-Angriff. Wie Antonio schon gesagt hat, letztes Jahr, ihr habt wahrscheinlich den Rowhammer-JS-Talk gesehen, manche von euch. Wir konnten das nachvollziehen, die Funde, die das Team gemacht hat, auf Windows 10 und konnten das dann benutzen für unseren Angriff. Im Rowhammer-Angriff, das Problem ist, das in DDR-Speicher hat eine Kapazität, Kondensatoren, um Daten zu speichern. Und wenn du das liest, dann wird der
geht dieser Kondensator leer. Diese Kondensatoren sind in Reihen und da sie leer werden, dann braucht es einen Cache, der sozusagen diese Werte nicht verliert. Das ist statisches RAM, ein statischer RAM-Buffer. Aber das ist nur begrenzt Speicher. Wenn der Memory Controller eine andere Reihe lesen muss, dann muss der Daten wieder zurück in diese Kondensatoren geschrieben werden. Und eine andere Reihe wird gelesen, um den Buffer Cache zu erhalten. Das Problem ist, das gibt ein bisschen Interferenzen. Und wenn man das sehr schnell hintereinander macht, an ganz bestimmten Orten, nach einer Weile, dann flippen ein paar Bits in benachbarten Reihen. Und das benutzen wir, um das Bit zu flippen in dem Pointer, wo wir es brauchen, damit wir eine Referenz auf das Objekt kriegen. Und dann können wir den Prozess kontrollieren. So that's the second attack. Das ist der zweite Angriff. Der dritte Angriff nennen wir Flip Feng Shui. Da benutzen wir auch Rohhammer zusammen mit der Deduplikation, aber in einer anderen Art. Wir benutzen es nicht mehr als Software-Seitenkanal, aber wir benutzen es, um Rohhammer noch nutzbarer zu machen als Angriffstechnik. Und unser Ziel ist es, dass ein Angreifer sitzt in einer virtuellen Maschine und möchte eine andere virtuelle Maschine auf demselben System übernehmen. Wie ich gesagt habe, Rohhammer ist ein sehr mächtiger Angriff, aber es ist wirklich sehr schwierig auszunutzen, weil man zwar Bits korrumpieren kann, aber ihr kontrolliert nicht, welches exakte physikalische Bit verwundbar ist. Und wenn ihr Bits flippen könnt, dann muss man die Daten, die korrumpiert wird, muss sehr nutzbar für euch sein. Es ist also schwierig, die richtigen Daten an den richtigen Punkt zu kriegen, damit man sie auch ausnutzen kann. Es ist sehr schwer vorhersehbar, in welcher physischen Seite der Flip passiert, und es ist nicht vorhersehbar, an welchem Ort in dieser Seite es passieren könnte. Flip-Funktion kann das für euch lösen, vorausgesetzt, wenn ihr ein Bit in einer bestimmten Seite flippen könnt, in einem bestimmten Ort. Das gibt euch die Möglichkeit, eine Seite, die das Ziel hat, und die könnt ihr in den Ort bringen, wo ihr das Bit flippen könnt. Mit Rohhammer, wenn ihr zeigt, ihr könnt irgendwo, seht, dass ihr ein Bit irgendwo flippen könnt, dann könnt ihr das immer wieder tun. Also werden wir suchen wir nach Seiten, die wir flippen wollen im Speicher des Opfers. Wir müssen sicherstellen, dass diese Seiten an einen Ort gebracht werden, wo wir sie tatsächlich eben auch flippen können. Memory-Deduplizierung, Speicher-Deduplizierung ist sehr attraktiv, um das zu machen, dachten wir zumindest. Und wir arbeiten hier auf der Plattform Windows 10 und wir dachten, wenn wir mit Rohhammer den Bitflip fänden, was wäre, wenn wir eine Page finden, die wir flippen wollen, wenn wir sie einfach den Inhalt dieser Seite duplizieren und dann warten wir darauf, Windows sie zusammenführen. Und unsere Seite wäre der Ort, wo die Zusammenführung kommt. Aber Windows alloziert eine neue Seite und die alten Orten werden zu den neuen Orten zusammengeführt. Aber wir haben gesehen, dass auf Linux, wenn dort der Kernel Pages zusammenführt, da passiert das nicht. It had some other things that are advantageous to us.
da sind aber andere Sachen, die für uns nützlich sind. Linux versucht, nacheinander physischer Speicher aus Effizienzgründen an virtuelle Maschinen weiter. Das macht es leichter für uns, Rowhammer auszuführen und Bitfits zu finden. Und das macht es uns auch erheblich leichter, dass diese Bitflips in unserem Speicher passieren und nicht in dem von jemand anderem, von einem anderen Prozess. Wir möchten ja nicht nur Speicher korrumpieren, bevor wir es angreifen, dann crasht das eventuell. Sobald wir wissen, dass wir ein für uns nützliches Bit flippen können, dann replizieren wir den Inhalt. Dann warten wir, dass der Memory zusammengespült wird. Und dann wissen wir deterministisch, wo es hin zusammengeführt wird, auf unsere Seite. Dann machen wir Rowhammer. Und dann können wir das Ziel angreifen. Und ein Ziel, das wir verwendet haben, ist das Authorized Keys File von SSH, in dem öffentliche Schlüssel enthalten sind, die müssen eigentlich nicht geheim gehalten werden. Und viele von euch haben sicherlich ihre öffentlichen Schlüssel bei GitHub hochgeladen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Und was wir hier sehen, ist, was wir in Gelb sehen, ist ein RSA, ein öffentlicher RSA-Schlüssel. Also wir sehen hier den Basis-64-Modulus in encodierter Form. Die Idee ist, dass wir es nicht schaffen, den zu faktorisieren. Aber wir haben hier einige Zeichen, die zumindest ein Bit enthalten, die auch nach einem Flip immer noch Base64 encodiert sind. Und dann bekommen wir Zahlen, von denen wir innerhalb einer Minute die Faktoren herauskriegen können. Und das haben wir getan. Wir flippen also ein Bit im Modulus, faktorisieren den veränderten Modulus, können uns dann den privaten Schlüssel rekonstruieren und uns einloggen. Zweites Beispiel, in dem wir GPG angreifen und apt-get, um den Update-Mechanismus in Debian oder Ubuntu auszunutzen. Dies ist ein zweischrittiger Angriff. Zunächst mal verändern wir das sources.list-File, um das Repository für Updates auf einen anderen Domain-Namen umzuleiten, einen, den wir kontrollieren. Wir korrumpieren außerdem auch noch ein Bit im GPG-Keyring, für ein Signing, einen Unterschreibschlüssel, einen Signaturschlüssel. Und dann können wir eine Hintertür bekommen, um Pakete in die Installation von neuen Paketen. Also dieser Angriff zeigen wir jetzt, was ihr hier seht, ist eine Maschine, in der zwei virtuelle Maschinen laufen, eine für den Angriff und eine für das Opfer. Und in der Ecke rechts oben habt ihr also die Opfer-VM. Oben links haben wir etwas Debug-Informationen. Der untere Teil ist ein Access Log des Repository Servers, den wir kontrollieren. In der Mitte und den mittleren Teil benutzen wir, um das gefälschte Paket zu erzeugen. Bisher ist nichts passiert. Apt-get führt ein Update aus. Das ist also alles in Ordnung. Jetzt flippen wir ein Bit im sources.list-File. Und wenn wir dann apt-get-update wieder ausführen, wird es einen Fehler geben, denn jetzt
verbindet sich die Maschine mit unserem Repository. Und natürlich dieser Schritt muss natürlich nicht ausgeführt werden eigentlich, aber wir zeigen einfach nur, dass nun eine Verbindung zu unserem Repository aufgenommen wird. Wir müssen dann eine Weile warten, bis wir einen Bit finden können, das wir ausnutzen können, um den GPG-Signaturschlüssel zu korrumpieren. Und wenn wir das durchgeführt haben, können wir den privaten Schlüssel rekonstruieren, ein neues Paket mit dem neuen Signaturschlüssel erzeugen, ein neues Package aus Update-Paket mit dem neuen Signaturschlüssel erzeugen. Wir arbeiten hier also an einem neuen Paket. And then when the when apt-get upgrade is run, und wenn wir dann apt-get upgrade, apt-get update ausführen, es sieht immer noch okay aus links, aber nach dem Update our code is run. Läuft unser Code. So, in conclusion, I think, zusammenzufassen, ich denke, ich hoffe, wir konnten euch überzeugen, dass Speicherduplizierung gefährlich sein kann. Und wenn ihr darüber nachdenkt, diese Angriffe einzusetzen, bitte denkt nochmal drüber nach und nochmal drüber nach und noch einmal. Und dann deaktiviert einfach die Speicherduplizierung. Vielen Dank. So we have time for questions. Okay, wir haben Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu einem der Mikrofone. Does the internet have a question? Hat das Internet eine Frage? None. Keine. No question right now. Okay. Okay. We have a question eine Frage am Mikrofon. An meiner linken Seite vorne. Please speak loudly into the microphone so we can hear you while people are leaving. I would like to ask, ich würde gerne fragen, wie ist das anwendbar auf große Seiten? In euren Beispielen hattet ihr kleine Seiten, 4 oder 8 Kilobyte. Wie ist es mit Megabyte-Seiten? Also, Kernel-Page-Zusammenführung braucht große Seiten. Aber das war gut für uns. Aber das Kernel-Same-Page-Merging, der kümmert sich schwerpunktmäßig um sehr, sehr große Seiten. So, wir erzeugen sehr, sehr große Seiten, um Rohhammer zu machen. Damit sozusagen dieser Speichervergleich läuft. Aber wenn Kernel-Same-Page-Merging findet eine Seite, die identisch ist, in dieser sehr, sehr großen Seite, dann wird diese große Seite aufgebraucht und trotzdem zusammengeführt. Das ist also das Worst-Case-Szenario für uns. Okay, danke. Thank you. Then the next question would be nächste Frage direkt hinter dir. Yes, about the process of deduplication itself. Über den Deduplizierungsprozess selbst, werden da Hashes verwendet oder wie wird hier ein Cache verwendet? Was ist die zeitliche Folge von? Wir haben das keine Research gemacht, keine Untersuchung auf Latenz gemacht, aber wir glauben, er benutzt eine bestimmte Form von Hashing auf Windows und Linux. Yes, and the next question, please. Und die nächste Frage. Und bevor du fragst, bitte bleib ruhig, während die Fragen gestellt werden. Danke. So these attacks, ja, also diese Angriffe benötigen, dass ich als Angreifer einen Zugriff habe oder
Besitz habe von diesen virtuellen Maschinen, die auf den Maschinen ausgeführt werden, nicht wahr? Was sind nun die Folgen für eine VM-Umgebung oder was auch immer, wenn ich jetzt also in einer Maschine, in der die virtuellen Gäste benutzt werden für interaktiven Zugriff, also in JavaScript im Browser oder wie auch immer. Jede Woche gehen Firmen auf uns zu und wollen uns Desktop-Virtualisierung verkaufen. Also wenn die Idee jetzt, in diesem Angriff jetzt eine neue, völlig neue offene Tür für Malware-Verbreitung über virtuelle Client-Computer uns gibt, Desktop-Virtualisierung, was ist dann? Ja. Unser zweiter Angriff, der Ex Machina, war auf Windows 10 gemacht. Dort konnten wir Informationen auslesen, weil Windows 10 diese Deduplikation macht, nicht nur für Virtual Machines, sondern auch für seine eigenen Prozesse. Aber Windows hat es gerade abgeschaltet. Aber wenn du Windows auf einem Hypervisor laufen lässt, wo Deduplikation aktiv ist, dann hast du tatsächlich dieses dasselbe Problem. Thank you. And then I have a question. Okay, eine Frage auf der anderen Seite. Habt ihr auch das Problem, wenn seid ihr verwundbar, wenn man sowohl ECC-Speicher hat und irgendwelche kryptografischen Geheimnisse von der Deduplizierung ausschließt? Ich habe mir noch keinen praktischen Angriff gesehen mit ECC und Rohammer gesehen, glaube ich zumindest. Ich glaube, dass wenn du kryptografische Secrets hast und sie nicht deduplizierst und du hast da eine gewisse Zufälligkeit drin, dann ist es nicht möglich, sie zu erraten. Dann gibt es nicht viel, was man dort hinausziehen kann von dem Pointer. Aber das ist etwas. Aber du solltest nicht, das nicht an Applikationen aufbürden, ohne zu wissen, dass die Speicherseite, wie das Content-Layout aussieht, wie das Layout aussieht, wo die Daten sind. In den meisten Fällen ist das sehr low-level. Normalerweise sollten Applikationen darüber nicht nachdenken müssen. Das ist die Aufgabe des Betriebssystems und des Hypervisors. Nicht das Anwender, nicht der Anwendung. Danke. Und hinten bitte. Wenn man Seiten zusammenführt, kann man, wir haben hier zwei, wir können noch mehr haben. Woher wissen wir, welche Seite diejenige ist, die zuletzt übrig bleibt? Es könnte gut sein, wenn das die Seite ist, die man kontrolliert, nicht wahr? Wenn man irgendwie 5 VMs hat und jede dieselbe Seite hat. Das ist kompliziert. Nehmen wir an, das ist die komplette Liste. In KSM ist die älteste. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn du zuerst zwei Seiten zusammenführst und die kümmert sich zuerst um die zusammengeführten Seiten und dann um die ältesten. Also wird der Angriff natürlich schwieriger, wenn du auf die zweite VM gehst. Also man soll also die erste sein, dann wird dann die Eingriff zusammengeführt. Und dann wird es schwerer. Aber was du versuchen könntest, die Zusammenführung passiert, weil Dateien im Seitencache sind. Also wenn die Dateien noch nicht im Seitencache sind bei dem Opfer, weil sie beispielsweise lange niemand eingeloggt hat auf diesem System, dann könntest du vielleicht zwei eigene Seiten im eigenen Raum erzeugen, warten, bis sie dedupliziert werden. Dann loggst du mit SSH ein und dann wird SSH in den Page geschlagen und dann wird die Zusammenführung stattfinden.
Thank you. And danke. A question here und hier vorne eine Frage. Ja, wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert dieser Angriff nur, wenn man den Zeitunterschied erkennt zwischen den verschiedenen Schreiboperationen mit oder ohne Copy-on-Write. Könnte es sein, eine Implementierung der Deduplizierung haben mit einem, in der zufällig willkürlich Zeiten hinzugefügt werden, um keinen Unterschied mehr zu haben? So, dieses Copy-on-Write braucht Zeit. Ja, es gibt wahrscheinlich nicht, es gibt immer einen Zeitunterschied, weil du willst nicht zufällige, künstliche, alles, du willst ja nicht jede Schreiboperation verlangsamen, das wäre überlastet. Würde es theoretisch immerhin möglich sein, das so zu tun? Aber dann hast du all diese Schreiboperationen, du musst sie trotzdem verlangsamen. Alle Schreiboperationen dann verlangsamen. Das ist wahrscheinlich nicht machbar. Thank you. Danke. There is a question from the internet. Eine Frage aus dem Internet. Yes. Ja. The question is, die Frage ist, can this be applied, kann dies for long PGP keys für lange PGP-Schlüssel angewendet werden? Also den kompletten Inhalt zu leaken oder ihn zu kaputt zu machen? Doesn't say so in the question. Das führt die Frage nicht genau aus. Es geht darum, die Leaks zu leaken aus dem Speicher. Wenn du eine Möglichkeit findest, sie zu laden, es hängt wirklich davon ab. Es wäre eine Sondersituation, die man erst finden muss. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, solche Situationen zu finden, wo du Daten auslesen kannst, aber es ist sehr schwierig. Es braucht einfach nur Zeit, um die richtigen Umstände zu finden, weil es gibt so viel, was man dort auslesen kann. Wir haben noch nicht danach gesucht, nach einer Situation, wo wir komplette GPG-Keys auslesen konnten. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, dass manche Krypto-Anwendungen versuchen, dass die privaten Schlüssel nicht lange im Hauptspeicher bleiben. Also, wir wissen es nicht. Vielleicht willst du es versuchen und es herausfinden. Okay, danke. Okay, und eine letzte Frage hier, bitte. Habt ihr vielleicht irgendwelche Ratschläge für Linux-Kernel-Programmierer? Ich denke, das zweite Beispiel enthielt die Aussage, dass die Seitenduplizierung in Windows 10 besser ist, weil wir zunächst eine Kopie der Seite angelegt wird in der freien Seite, die dedupliziert werden soll, und dann werden die zu deduplizierenden Seiten dorthin verwiesen. Und sonst vorher wird es einfach eine Seite auf die andere verwiesen und dann fallen gelassen. Also ist der Windows-Zugang hier sicherer? Ich weiß nicht, ob die Linux-Programmierer das wussten, aber in diesem Fall, vielleicht waren sie es, vielleicht waren sie es nicht, aber in diesem Fall, es gibt sicher Ansätze, die man verwenden kann, um es schwieriger zu machen. Und manche machen es leichter. Das heißt, der Ort der Daten hilft nicht dagegen, dass wir sie rausziehen. Und das würde, man könnte Rohammer zumindest schwieriger machen. Wir haben auch ein Paper erzeugt, das Rohammer beschreibt, auf Android, wo wir Memory-Deduplizierung gar nicht verwenden. Da benutzen wir einen anderen Mechanismus, um zu steuern, wo Speicherseiten verschoben werden. Ja, mit Rohammer kann man gar nichts tun, denn dann müsste man die Speicherarchitektur einfach verändern, völlig. Und vielleicht könnt ihr aber irgendwelche Ratschläge veröffentlichen, was man besser tun könnte mit Speicherduplizierung, mit den Ergebnissen aus eurer Forschung, nur so eine Idee. Ja. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das abzuschwächen. Wir wissen nicht, aber sie haben immer eine Strafe auf die Performance, macht es immer langsamer. Sie haben immer Nachteile. Wir wissen also nicht, ob sie implementiert werden können oder sollten.
oder ob sie Standardeinstellungen werden sollten. Okay, thank you. I'm sorry, we have to... Tut mir leid, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Vielen Dank. Bitte dankt nochmal Antonio und Eric für einen wundervollen Vortrag. Ja, danke auch fürs Zuhören bei der Übersetzung.